Es waren einmal vier kleine Hasen, und diese hießen Flopsi, Mopsi, Baumwurfschwänzchen und Peter. Diese lebten mit ihrer Mutter in einer Sandbank unter der Wurzel eines sehr großen Tannenbaums. »Nun, meine Lieben«, sagte die alte Frau Hase eines Morgens, »ihr könnt zu den Feldern gehen oder den Weg runter, aber geht nicht in den Garten von Herrn McGregor. Euer Vater hatte einen Unfall dort. Er wurde von McGregor zu einer Pastete verarbeitet.« »Nun, renne weiter und gerade nicht in Unheil.« »Ich werde ausgehen.« Dann nahm die alte Frau Hase einen Korb und ihren Regenschirm und ging zum Bäcker. Sie kaufte einen Laib braunes Brot und 5 Rosinenbrötchen. Flopsi, Mopsi und Baumwollschwänzchen, die gute kleine Häschen waren, liefen den Weg herunter, um Brombeeren zu sammeln. Aber Peter, der sehr unartig war, rannte direkt zu Herrn McGregors Garten und drückte sich unter das Tor hindurch. Erst aß er Salat und französische Bohnen. Und dann aß er Radieschen. Und dann, als ihm schon schlecht war, suchte er nach Petersilie. Aber wem sollte er am Ende eines Gurkenbeetes schon begegnen, wenn nicht Herrn McGregor? Herr McGregor befand sich auf seinen Händen und Knien und pflanzte jungen Kohl, aber er sprang sogleich hoch, rannte Peter hinterher, schwang mit dem Rechen und rief, »Halt, Dieb!« Peter hat sich schrecklich erschrocken. Er hastete durch den Garten und hatte den Weg zurück zum Tor vergessen. Er verlor einen seiner Schuhe zwischen dem Kohl und den anderen Schuh zwischen den Kartoffeln. Nachdem er diese verloren hatte, rannte er auf 4 Beinen und beschleunigte, so dass ich denke, er hätte alles wieder zusammenbekommen können, wenn er nicht leider in ein Stachelbeernetz gerannt wäre und sich durch die großen Knöpfe an seiner Jacke verfangen hätte. Es war eine blaue Jacke mit Messingknöpfen, ziemlich neu. Peter gab sich selbst verloren und vergoss große Tränen. Aber sein Schluchzen wurde von einigen freundlichen Spatzen belauscht, die mit großer Aufregung zu ihm flogen und ihn anflehten, sich selbst Mühe zu geben. Herr McGregor tauchte mit einem Sieb auf, welchen er versuchte, über Peter zu stülpen. Peter jedoch band sich gerade noch rechtzeitig heraus, seine Jacke jedoch ließ er zurück. Er eilte in den Geräteschuppen und sprang in einen Kanister. Es hätte so schön sein können, sich darin zu verstecken, wenn es nicht so viel Wasser enthalten hätte. Herr McGregor war sich ziemlich sicher, dass Peter irgendwo im Geräteschuppen war, vielleicht unter einem Blumentopf versteckt. Er begann damit, diese vorsichtig umzudrehen, um unter jeden schauen zu können. Da musste Peter niesen. Hatschi. Herr McGregor war sogleich hinter ihm her und versuchte, seinen Fuß auf Peter zu platzieren. Dieser jedoch sprang aus dem Fenster und warf bei dieser Aktion 3 Pflanzen um. Das Fenster war zu klein für Herrn McGregor und er war zu müde, um Peter hinterher zu rennen. So ging er zurück zu seiner Arbeit. Peter setzte sich nieder, um auszuruhen. Er war außer Atem, zitterte vor Schreck und hatte nicht die geringste Ahnung, welchen Weg er einschlagen sollte. Auch war er noch ziemlich benetzt, da er in dem Kanister saß. Nach einer Weile begann er nicht sehr schnell herumzuwandern, um sich umzuschauen. Da stieß er auf eine Tür in einer Mauer. Diese war jedoch verschlossen und es gab keinen Platz für einen kleinen Hasen, um sich darunter hindurchzudrücken. Eine alte Maus rannte hinein und hinaus über die steinerne Türschwelle und trug Erbsen und Bohnen zu ihrer Familie im Wald. Peter fragte sie nach dem Weg zum Tor, jedoch hatte sie solch eine große Erbse in ihrem Mund, dass sie nicht antworten konnte. Sie schüttelte nur den Kopf. Peter begann zu weinen. Dann versuchte er, seinen Weg direkt durch den Garten zu finden, aber er wurde immer verwirrter. Bald kam er zu dem Teich, wo Herr Gregor seine Wasserkanister auffüllte. Eine weiße Katze starrte auf die Goldfische. Sie saß sehr, sehr still, aber ab und zu zuckte die Spitze ihres Schwanzes, gerade so, als ob dieser lebendig wäre.
Peter dachte, es sei wohl besser, sich davon zu machen, ohne mit ihr zu sprechen. Er hatte von seinem Cousin, dem kleinen Benjamin Bunny, schon über Katzen gehört. Er lief zurück zum Geräteschuppen, aber plötzlich, ziemlich in seiner Nähe, hörte er den Lärm einer Gartenhacke. Skritsch, skratsch, skratsch, skritsch. Peter duckte sich unter die Büsche. Aber bald, als nichts geschah, kam er wieder heraus, kletterte auf einen Schubkarren und blickte verstohlen heraus. Das Erste, das er sah, war Herr Gregor, der Zwiebeln hackte. Sein Rücken war in Peters Richtung gekehrt und über ihm war das Tor. Peter begab sich sehr leise vom Schubkarren herunter und begann so schnell er konnte, einen ebenen Weg entlang, hinter ein paar schwarze Johannisbeerbüsche zu rennen. Herr McGregor erhaschte an der Ecke einen Blick auf ihn, aber Peter war das egal. Er glitt unter das Tor und war nun zumindest sicher im Wald außerhalb des Gartens. Herr McGregor hing die kleine Jacke und die Schuhe an der Vogelscheuche auf, um die Amseln aufzuscheuchen. Peter hörte nicht auf zu rennen oder hinter sich zu schauen, bis er zu Hause bei dem großen Tannenbaum ankam. Er war so müde, dass er auf den schönen weichen Sand auf dem Boden des Hasenbaus plumpste und seine Augen schloss. Seine Mutter war mit dem Kochen beschäftigt. Sie fragte sich, was er wohl mit seiner Kleidung angestellt hatte. Es war die zweite kleine Jacke und paar Schuhe, die Peter in nur 2 Wochen verloren hatte. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass es Peter an diesem Abend nicht sehr gut ging. Seine Mutter brachte ihn ins Bett und machte einen Kamillentee. Und sie gab Peter eine Portion davon. Ein Esslöffel davon zur Schlafenszeit. Aber Flopsy, Mopsy und Baumwollschwänzchen hatten Brot und Milch und Brombeeren zum Abendessen.